Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video über unsere Software Polyworks. Mein Name ist Matthias Huck von Duvo 3D und ich habe heute ein extrem spannendes Thema mitgebracht, nämlich Spaltbündigkeitsmessung, gerade in Kombination mit der Charakterlinienvermessung. Betrachten wir jetzt Spaltbündigkeit, allein schon mal diesen kleinen Bereich am Fahrzeug, dann sieht man, dass Spalten ganz unterschiedlich aufgebaut sein können. Und genau das versuchen wir in unserer Software abzubilden. Dafür haben wir im Gegensatz zur klassischen Messung angezeichnet und per Hand gemessen, mit der optischen 3D-Vermessung ganz neue Möglichkeiten. Mitgebracht habe ich einen Hexagonarm mit einem CMS-Sensor. Ich starte den Arm jetzt und man kann direkt in Polyworks live sehen, wie die Punkte aufgenommen werden. Bei der Messung wichtig, dass man so viel wie möglich von dem Spalt mitscannt und auch die inneren Bereiche mit der Kamera erfasst. Das heißt, man scannt beide Bereiche ein, sodass meine Definition der Messung damit auch abgebildet wird. Einfacher ist natürlich die Aufnahme der Charakterlinie, eine rein flächenhafte Darstellung. Was man bei so einem Scan erhält, ist eine reine Punktwolke. Und im Gegensatz zu anderen Programmen kann ich hier die Punktwolke auch direkt für die Inspektion verwenden. In diesem Fall vernetze ich mir das Ganze zu einem Dreiecksnetz. Ausgerichtet gegen das CAD erhalte ich automatisch Solenoid-Daten. Was ich hier flächenhaft gemacht habe, kann man natürlich jetzt auch punktuell für Bündigkeitsmessungen durchführen. Und im einfachsten Fall kann ich das Ganze mit Messschiebern. Und zwar definiere ich mir an bestimmten Bereichen die Punkte, wo gemessen werden soll. Und mit einem Mausklick erhalte ich Soll- und Ist-Wert. Selbstverständlich kann ich dort auch Zeichnungsvorgaben verwenden, sodass ich exakte Positionen widerspiegel. Genau das Gleiche kann ich mit Spaltwerten machen. Das heißt, ich definiere mir Messschieber, die maximale Größe des Spaltes darstellen. Kommen wir nochmal zurück zu dem wirklichen Spaltmaßen an einem Fahrzeug. So ist dieser Fall, den ich hier dargestellt habe, eigentlich die Ausnahme. Denn normalerweise habe ich ganz verschiedene Radien und muss diese auch ganz verschieden vermessen. Und dort benötige ich jetzt ein ganz anderes Werkzeug. Und Polyworks stellt dieses zur Verfügung. Und zwar anhand von Schnittbildern kann ich Messungen durchführen. Auch hier suche ich mir die Definition aus, die ich verwenden will und habe als Vorschaubild auch gleich die verschiedenen Radien aufgeführt. Für die Definition kann ich anhand vom CAD Linien, Schnittbereiche definieren und das Ganze schnell und einfach erzeugen. Die Messung selbst erfolgt anhand von Schnitten vollautomatisch. Das heißt, ich erhalte mit einem Mausklick Soll- und Ist-Werte sowohl von Bündigkeit als auch von den Spaltmaßen. Auch hier, wenn man näher ranzoomt, natürlich einmal Soll-Ist-Werte und man sieht auch sehr schön, die Definition, die ich gewählt habe, wird hier wieder 1:1 dargestellt. Gehen wir nochmal zurück wieder zum Fahrzeug, schauen uns diese Charakterlinie an, dann wird klar, dass ich so ein Werkzeug im Grundprinzip auch dafür verwenden kann. Allerdings nicht doppelt beidseitig, sondern nur auf einer Seite. Und ich benötige ein Werkzeug, was Freiformen darstellt. Denn im Gegensatz zu den Radien des Spaltes sind die Charakterlinienradien komplette Freiformen. Hier in dieser Streifenlichtdarstellung sieht man sehr schön den Verlauf und auch den Versatz zwischen Tür und Vorderbereich im Fahrzeug. Aber messtechnisch ist das Ganze sehr schwer darzustellen. Polyworks hat durch die Profillehren, die Sie verwenden können, dort genau das richtige Werkzeug, um auch diese Bereiche abzudecken. Das heißt, Sie erhalten neben den Radien auch sofort Aussagen über Formabweichungen. Das heißt, Sie können sehr, sehr schnell ermitteln, wie sind meine Korrekturwerte, entweder dreidimensional oder natürlich auch in den einzelnen Achskoordinaten.
Dokumentieren kann man das Ganze entweder als Foto, natürlich in der 3D-Ansicht oder natürlich auch tabellarisch. Das heißt, ich kann mir das aussuchen, erstelle mir Tabellen, benutze das als PDF direkt in Polyworks als Export oder ich schreibe es raus nach Excel. Und wenn man sieht, wie leicht und schnell man so etwas in Polyworks definieren kann, dann hoffe ich, dass ich Sie so ein bisschen begeistern konnte für Polyworks und bedanke mich.